not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Take-Video. Und ich möchte dieses Take-Video dazu nutzen, um euch etwas anzukündigen. Denn ich habe beschlossen, sozusagen eine Tag-Week zu machen, einen Tag-Marathon. Ob ich genau 7 Tags hinbekomme, weiß ich nicht. Aber heute habe ich ganze 3 DIN A4 Seiten voll mit 5 Tags samt Antworten, die ich jetzt sofort abdrehen werde. Das heißt, ich werde auch natürlich immer gleich aussehen, logischerweise, weil ich ziehe mich nicht um. Das finde ich irgendwie ein bisschen dämlich. Und es wird jetzt einige Tags in Folge geben. Also jeden Tag ein Video, jeden Tag ein Tag-Video. Und ja, weil ich habe einfach so viele offene Tags und ich möchte die irgendwie mal runterreißen. Und wenn ich immer nur 2-3 Videos die Woche hochlade, dann komme ich ja zu nichts. Und deswegen dachte ich, mache ich jetzt auch mal eine Tag-Week, die ja damals von Laura F. Lolle, glaube ich, das erste Mal so reingebracht wurde. Und die jetzt halt auch schon öfter mal andere Booktuber übernommen haben. Und ja, jetzt werde ich das machen. Wie gesagt, heute sind 5 Stück auf meinem Programm und vielleicht drehe ich morgen noch 2. Wie auch immer. Also ihr werdet mindestens 5 Tags jetzt hintereinander sehen, vielleicht auch 7, wir werden sehen. Und das ist auch für mich ganz angenehm, weil ich dann mal eine Woche Spielraum habe. Ich muss mich jetzt mal auf meine Bachelorarbeit konzentrieren und ja, das mit dem Vordrehen dann ganz praktisch ist. Außerdem bin ich in Berlin und ja, laufe da so rum und da kann ich natürlich nicht drehen währenddessen. Und wir fangen jetzt sofort mit dem ersten Tag an und zwar ist das der Hobby-Tag. Zudem wurde ich von der lieben Helene getaggt. Danke an dich. Ihr Video findet ihr in der Infobox und ihr solltet es euch anschauen, denn dort ist jemand zu finden, den man schon ganz lange in der Buchbranche, in dem Buchgenre, Booktuber-Genre nicht mehr gesehen hat. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingshobby? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nicht das Thema Lesen zu nehmen, weil es ja schon sehr offensichtlich ist. Und ich denke, wenn das jeder Booktuber das Lesen nehmen würde, dass ja, das ein bisschen langweilig werden würde. Wenn mir aber was zu einer Frage nicht einfällt, dann beantworte ich sie einfach fürs Lesen. Und zwar habe ich mich jetzt dafür entschieden, mein größtes und mein Lieblingshobby neben dem Lesen natürlich ist YouTube. YouTube ist ein Hobby und YouTube ist ein sehr, sehr zeitaufwendiges Hobby. Man denkt das so gar nicht, aber die Kamera auszupacken ist ja wirklich nur eines von kleinen Dingen. Gerade jetzt für diese ganzen Tags habe ich bestimmt halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, die ganzen Bücher, also mir dann halt welche auszusuchen, dann die aus den Regalen rauszusuchen. Ich brauche dringend ein neues Schnittprogramm, wo ich diese Bücher einblenden kann, weil das ist echt eine Qual. Ich habe jetzt hier 4 verschiedene Stapel von Büchern stehen, die ich dann während des Videos einfach mal kurz hochhalte. Und das kann ja auch irgendwie nicht im Sinne des Betrachters, wie auch immer, reden. Ja, auf jeden Fall habe ich mich, ein bisschen abschweifend, ich habe mich für das Hobby YouTube entschieden. Ja, es ist sehr zeitaufwendig, das tatsächliche Drehen an sich, was ihr jetzt halt hier seht, ist wirklich die wenigste Arbeit, das dann auf den PC ziehen und das dann schneiden und all sowas. Deswegen finde ich, kann man das definitiv als Hobby bezeichnen, weil man das schon sehr regelmäßig und sehr viel ausübt. Und ja, ich mache es sehr, sehr gerne, sonst wäre ich logischerweise nicht hier. Deswegen ist das mein Lieblingshobby. Neben dem Lesen, logischerweise. Ist auch ein bisschen so eine Abhängigkeit. Wenn ich nicht lese, dann gibt es auch weniger YouTube-Videos. So, zweite Frage. Wie bist du zu deinem Hobby gekommen? Ja, und ich glaube, das habe ich auch schon so häufig erwähnt. Also, ich habe die Booktuber schon, da war das noch eine viel kleinere Gruppe, als es jetzt ist, habe ich ganz, ganz lange geschaut und fand das immer ganz cool. Und ich dachte immer so, oh, das würde ich auch so gerne machen. Und vor allem hatte ich immer das Gefühl, wenn ich ein Buch gelesen habe, was ich toll fand, dann habe ich das angegeben und dann gab es dazu kein Video oder irgendwelche anderen Diskussionen, wo man, also so Foren oder Blogs oder sowas. Ich bin halt nicht so der lesende Typ, also die Rezensionen und sowas lesen, ich schaue mir das halt lieber an. Und dann gab es da nichts. Und dann dachte ich mir so, oh, aber das müssen die doch alle lesen. Die Booktuber müssen das lesen, damit das verbreitet wird. Und ja, ich muss da auch mit Leuten drüber sprechen. Ich hatte aber auch und habe auch immer noch im Umfeld sehr wenige Leute, die überhaupt lesen und dann auch noch mein Genre lesen. Das ist wirklich
wirklich ganz, ganz wenig. Und dann dachte ich immer so, na, und wie bringe ich das jetzt raus in die Welt? Und habe schon überlegt, schreibe ich die an, lies das Buch mal, das kommt vielleicht auch blöd. Und dann dachte ich, naja, ich kann mich auch für die Kamera setzen. Ich kann das doch auch machen und dann kann ich das selber sagen und kann selber versuchen, das dann zu verbreiten. Und so bin ich dann letztlich eigentlich dazu gekommen. Also erstmal sehr, sehr lange beobachtet und mich dann vor die Kamera gesetzt und es selber ausprobiert. Dann drittens, kaufst du lieber stationär oder im Internet? Gut, das ist natürlich jetzt schwierig auf das Thema YouTube zu beantworten. Das könnte man halt mit Equipment oder sowas, könnte man das vielleicht noch gleichsetzen. Meine Kamera habe ich im Laden gekauft, mein Stativ habe ich online bestellt, mein Schnittprogramm habe ich auch online bestellt und ja, mein PC und so Sachen, das ist tatsächlich auch alles eher online. Also die Kamera, da habe ich mich auch online informiert und habe sie dann einfach nur noch, ich wusste genau, welche ich will und habe sie dann im Laden einfach gekauft. Weil ich mir dachte, es ist besser, wenn ich da wohin gehen kann, wenn mit der irgendwas nicht in Ordnung wäre oder so. Ja, wenn ich jetzt mir eine neue kaufen würde, würde ich sie vielleicht auch online bestellen. Je nachdem, kommt auf das Angebot drauf an, ganz klar. Und ja, was ich sonst fürs YouTube kaufe, sind Bücher, die ich dann halt zeige bzw. lese. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Also momentan eigentlich viel mehr im Laden so, weil ich Gebrauchtbücher momentan gar nicht kaufe. Also wenn überhaupt nur Mängelexemplare, aber die dann auch eher im Laden direkt. Und ja, so neue Bücher kaufe ich selten irgendwie online, weil wenn es das im Laden gibt, kaufe ich das im Laden. Und da habe ich irgendwie eine Hemmschwelle, mir neue Bücher online zu bestellen. Ich weiß auch nicht warum, außer wenn es halt gar nicht anders geht, nicht dieses Buch unbedingt haben möchte und das halt im Laden nicht verfügbar ist oder gibt es einfach gar nicht. Wenn jetzt zum Beispiel von Amazon direkt veröffentlicht wird, dann halt online. Ja. Jo. Viertens. Was sind deine Lieblingsshops? Ja, gut. Also ich muss sagen, Amazon, ich bin mindestens einmal am Tag auf Amazon sowieso. Ich verwalte da auch meine Wunschliste drüber und man hat halt einfach einen super Überblick. Wenn man zum Beispiel, als ich mich umgeschaut habe nach Camcordern, dann habe ich auch erstmal einfach Amazon aufgemacht und habe Camcorder eingegeben und dann habe ich geschaut, was da kommt. Und da steht da ja Bestseller Nummer 1 und so viel Bewertung. Und dann klicke ich mich halt einfach so da durch und da hole ich mir einfach Inspiration und da schaue ich mir auch Bewertungen an, weil ich hoffe zumindest, und ich weiß natürlich, dass es da auch gekaufte Rezis gibt und so, aber ich hoffe, dass halt da man schon ehrlichere Sachen findet bei Amazon. Und dann natürlich gebe ich das bei Google ein und schaue dann darum. Und ja, also Amazon ist für online einfach, weil es gibt halt alles da. Das beschränkt sich halt nicht nur auf Bücher oder sowas. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Weltbild oder Thalia online gucke, da gibt es so selten auch für Bücher gerade Bewertungen. Also das ist wirklich wenig. Und da ist bei Amazon einfach, ist einfach der größte Markt. Und da findet halt auch einfach dieses mit den Rezensionen und so statt. Und deswegen schaue ich mich halt auch da einfach um. Es ist einfach so. Ja, und sonst Lieblingsshops. Für jetzt Equipment-mäßig auch Amazon. Also mein Schnittprogramm habe ich über Amazon, habe ich glaube ich einen Preisvergleich gemacht von Schnittprogramm, habe es dann aber direkt beim Händler, also bei Magix bestellt, weil es da ein besonderes Angebot gab. Mein Stativ ist von Amazon. Meine Kamera habe ich aus dem Mediamarkt. So. Und mein Rechner, den ich mir jetzt neu gekauft habe, auch wegen YouTube mit, weil es da einfach viel schneller mitgeht, den habe ich über den Shop direkt gekauft, über den ich aber auf den bin ich gekommen über eBay. Ja, also ich kann das nicht so richtig sagen, aber ich denke, Amazon ist so der Shop, weil ich da einfach immer drauf gehe und immer gucke, auch wenn ich da nicht kaufe, aber ich schaue da immer relativ viel und deswegen ja. Dann fünftens, macht es dir was aus, wenn deine Hobby-Utensilien gebraucht sind? Also bei Büchern macht es mir natürlich nichts aus, wenn sie gebraucht sind. Das wäre auch ein bisschen komisch, nachdem ich schon tausende von gebrauchten Büchern gekauft habe. Wenn ich jetzt mir irgendwas Neues kaufen würde an Kamera oder sowas, das würde mir doch schon was ausmachen. Also das möchte ich auch neu haben, weil ich damit halt auch einfach eine Garantie habe. Gut, beim Stativ, da wäre es mir jetzt vielleicht egal, wenn das jetzt gebraucht wäre oder wenn ich eine gebrauchte Softbox kaufen würde, das wäre auch okay. Aber ich glaube, ich würde keine gebrauchte Kamera kaufen, keinen gebrauchten PC, gebrauchtes Schnittprogramm, das fände ich auch ein bisschen merkwürdig. Also bei Magix zum Beispiel, bei meinem ist es jetzt so, dass ich das auch online registrieren musste
um dann irgendwelche Features da zu haben, bla bla bla, was weiß ich. Und ja, das ist ja gebraucht dann ein bisschen blöd, weil das kann ich dann nicht mehr registrieren, wenn es schon mal registriert war und so Sachen halt. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall immer neu kaufen. Generell Technik, also so richtige Technik würde ich nicht so, weiß nicht, würde ich einfach nicht machen. Keine Ahnung, vielleicht von einem Freund, wenn ich weiß, okay, der hat das gut behandelt oder so, aber ansonsten eher nicht. So, sechstens, welche Vorzüge hat dein Hobby für dich? Okay, interessant, wie ich das jetzt hier mal so, es ist halt überhaupt nicht darauf ausgelegt, YouTube als Hobby zu nennen, würde ich sagen, dieser Tag. Vorzüge. Ich komme in den Genuss, wirklich total frei zu sein in dem, was ich machen möchte. Na klar bin ich hier im Buchgenre angesiedelt, aber wenn ich jetzt mal ein Thema habe, was mir total auf der Seele brennt, dann kann ich dazu einfach ein Video machen, wenn ich das möchte. Und ich kann mich hier halt auslassen. Ich kann halt auch Kreativität freien Lauf lassen. Wenn mir irgendeine bekloppte Idee in den Kopf kommt und das so, ja, irgendwie ist das ganz witzig, dann mache ich das jetzt mal. Zum Beispiel wie das Video, was vor ein paar Wochen online kam, ein paar Tagen, ich weiß nicht, wann ihr das seht, eher Wochen. Das Buch, Punkt. Das war ja auch so eine, das, ich habe halt einfach abends sehr viel von dieser Art von Werbung gesehen und dann dachte ich, ja, das kann ich doch eigentlich auch mal machen, das ist doch bestimmt ganz witzig. Und dann habe ich das gemacht und habe das gedreht und habe das geschnitten und alles und ich habe während dem Gucken gedacht, oh Gott, das kann so in die Hose gehen, die halten mich vielleicht total für absolut mega bekloppt und ich fand, es ist ja auch bekloppt, es ist ein beklopptes Video, das muss man ja einfach dazu sagen, aber es ist einfach sowas, worauf ich Bock hatte, das zu machen. Das ist einfach, manchmal kommt es einfach so, da habe ich so eine Idee und dachte so, ah, das kannst du doch mal drehen, das kann man doch einfach mal machen, das ist doch irgendwie witzig und also ich finde es persönlich witzig und bisher kam es ja Gott sei Dank auch sehr gut an bei euch. Genauso wie das Bücher sind Emotionen Video, das war auch so eine richtig spontane Sache, wo ich gedacht habe, die Musik mit den Emotionen, mit den Büchern, zack, mache ich, setze mich hin und drehe das und dann lade ich das hoch. Genauso wie das erste Video dieser Art, nenne ich es jetzt mal dieses vier Phasen des Lesens oder irgendwie vier Phasen des Lesens oder irgendwie sowas. Das war auch eine relativ spontane Sache und das war, weil ich diese Musik dazu gehört habe und habe dann auf einmal diese Bilder in meinem Kopf gehabt und ich dachte so, das drehe ich jetzt, das mache ich jetzt. Und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn man das dann hochlädt und man sich selber denkt, okay, mir gefällt es, ich finde es witzig, aber sehen das halt die anderen auch so. Aber das ist natürlich auch wiederum das Schöne an der Sache, weil es auch ein neutrales Feld ist, wenn ich das meiner Familie oder Freunden oder so zeige. Die kennen mich ja und die sind ja dann auch ein bisschen ähnlich im Geschmack von mir und die sagen dann, oh cool, witzig und yeah und die wissen, wie viel Arbeit das vielleicht war und so, weil sie es vielleicht auch mitbekommen haben oder geholfen haben oder wie auch immer. Und wenn ich es auf YouTube stelle, dann ist es natürlich auch anonym, ganz klar, mit der Daumenfunktion. Und das ist einerseits ein Fluch, aber andererseits natürlich auch ein Segen, weil keiner verpflichtet ist, weil er mich jetzt kennt oder weil er mich mag, irgendwie was Positives direkt zu sagen, wenn ich halt daneben stehe und sehe, wie die das schauen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt auf jeden Fall ein Vorzug, weil du wirklich, ja, auf einer neutraleren Ebene beurteilt werden kannst oder Dinge, die du halt einfach ausleben möchtest oder ich halt, wenn ich irgendwelche Themen habe, über die ich sprechen möchte, dass von euch halt ehrliche Sachen zurückkommen und ihr seid ja nicht, also ich meine, ihr könnt euch das Video anklicken, aber niemand ist verpflichtet, einen Kommentar zu hinterlassen. Das heißt, jeder macht diesen Kommentar ja freiwillig und nicht, weil ich da stehe und sage, ja, ich habe dir gerade eine Frage gestellt, wenn man im persönlichen Gespräch ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, das ist ein totaler Vorzug von YouTube. Natürlich auch Nachteil, ganz klar, aber ich finde das einfach toll, dass man sich halt so austauschen kann auf einer Ebene und ich halt diese Freiheit habe, mich so auszuleben in den Videos oder halt einfach so, ja, über Dinge, die ich liebe, zu sprechen und halt Leute damit zu erreichen, die das auch interessiert. Also ich kann natürlich Leute zuschwallen von wegen, oh mein Gott, dieses Buch, das Ende, das geht doch nicht, ich war völlig fertig und die denken sich, ja, schön. Ich muss zur Bahn, es ist spät und so, ne? Also deswegen, das ist halt schon schön, dass man sich hier halt so in einer Materie bewegt, wo halt auch noch andere Leute Interesse daran haben. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorzug von YouTube. Das war eine sehr ausführliche und lange Antwort.
Dann siebtens, gibt es auch Nachteile? Wenn ja, welche? Okay, das habe ich jetzt schon ein bisschen angesprochen. Natürlich ist diese Anonymität auch ein absoluter Nachteil. Und ich weiß noch ganz genau, als ich meinen ersten Daumen runter bekommen habe, da war ich echt, oh Gott, was ist passiert mit dem Video? Was habe ich gemacht? Was habe ich falsch gesagt? Man fängt an so zu zweifeln, oh Gott, was ist jetzt los? Was soll das? Oh mein Gott. Und es ist ganz normal und das ist ganz normal, dass man das auch bei seinem ersten Daumen nach unten hat. Und das ist halt das, ich persönlich fände es ja cool, wenn jemand, der einen Daumen runter gibt, auch kommentieren muss, warum er das halt macht. Also es muss ja nicht, dass der Name steht oder sonst, dass ich das zurückverfolgen kann, sondern halt einfach so, ja, Daumen nach unten, weil ich finde das Buch toll und sie fand es jetzt scheiße und das gefällt mir nicht, dass sie es scheiße fand. Irgendwie sowas. Meinetwegen auch als Kommentar, ich kann ihre Fratze nicht ausstehen. Was weiß ich. Aber das ist halt das, diese Ungewissheit. Warum kriege ich jetzt einen Daumen nach unten? Das halt dadurch, dass es anonym ist. Und du halt nicht fragen kannst, ey, was war denn jetzt? Was hat dir nicht gefallen? Weil so kann ich mich halt auch nicht verbessern. Ne? Das ist gut, wenn dann halt Daumen runter mit Kommentar, ich finde deine Fratze blöd. Ja, sorry, kann mich jetzt schlecht umoperieren lassen. Dann ist das so, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die einen Daumen nach unten geben und wirklich einen Grund dafür haben. Und den werde ich aber nicht erfahren, weil es halt anonym ist. Und das ist der Nachteil daran. Dann haben wir achtens, wie kannst du anderen dein Hobby schmackhaft machen? Schwierige Sache. Ich finde, also um YouTuber zu sein oder Booktuber zu sein, wie auch immer, sollte man, ja, man sollte sich nicht dazu zwingen wollen und man sollte es, finde ich, aus den richtigen Motiven machen. Also es sollte jetzt halt nicht, gut, in der Buchbranche ist das sowieso nicht so, aber ich will berühmt werden, ich will reich werden, was weiß ich. Das ist absolut der falsche Grund, um mit YouTube anzufangen. Ich kann immer wieder nur betonen und ich bekomme ja auch private Nachrichten dazu. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr euch YouTube-Videos oder Booktube-Videos anschaut und denkt so, boah, ich könnte das auch und ich will das auch und ich finde das cool und dann macht es. Macht es. Ihr müsst es ja nicht hochladen. Nehmt euch eine Kamera, nehmt euch eure Handykamera. Die machen teilweise ja auch schon HD-Aufnahmen. Ich habe am Anfang mit so einem schrecklichen Digital-Ding da gefilmt. Sah ganz furchtbar aus und der Ton war katastrophal. Und auch jetzt könnte ich mich natürlich immer noch verbessern. Aber ich finde, man muss nicht viel Geld ausgeben für etwas, was man erstmal ausprobiert. Ich finde, probiert es einfach aus, setzt euch hin, redet mit der Kamera, vielleicht macht ihr das auch 3-4 Mal, wie auch immer, dann schaut ihr euch das an und sagt, bin ich damit zufrieden, könnte ich das vielleicht besser machen oder nicht? Und wenn euch das gefällt und wenn ihr euch jetzt nicht sagt, oh, da schäme ich mich ja zu Tode, wenn das irgendeiner sieht, dann ladet es einfach hoch. Was habt ihr zu verlieren? Wenn ihr nach 2 Wochen merkt, ach, das ist jetzt doch nicht für mich, dann war es das halt wieder. Mein Gott, man soll es einfach ausprobieren und ich kann natürlich verstehen, dass das für das Umfeld, in dem man sich bewegt, komisch sein kann. Und das ist es auch sicherlich. Also wenn man dann Leuten manchmal das erzählt. Ich hatte Gott sei Dank bisher immer das Glück, dass alle Leute das total cool fanden. Aber ich kann auch verstehen, wenn man jetzt in der Schule ist zum Beispiel, dass man nicht möchte, dass seine Klasse das herausfindet. Das kann ich absolut verstehen, auf jeden Fall. Dann ist halt die Frage, sollte man dann nicht vielleicht einfach noch ein bisschen warten, bis man das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen hat, halt dann auch dahinter zu stehen. Weil ich persönlich finde das halt auch eher ungünstig, mit YouTube anzufangen und das dann halt auch nicht erzählen zu wollen, beziehungsweise nicht erzählen zu können, weil man sich vielleicht nicht traut oder weil man nicht möchte, dass andere Leute das dann sehen. Weil ihr solltet auf jeden Fall hinter dem Content, den ihr macht, immer dahinter stehen und egal, wer das sieht. Also ich versuche das auch immer so, wenn ich mir ein Video angucke, bin ich damit zufrieden und wäre es für mich in Ordnung, wenn mein zukünftiger Chef dieses Video auch sieht? Das ist für mich ganz wichtig. Also das ist immer so eine Frage, die ich mir halt stelle und ist das für mich in Ordnung, wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern sich das Video angucken, sage ich da Sachen, die vielleicht nicht in Ordnung sind oder wie ist das, wenn Freunde das Video von mir sehen oder wie auch immer oder wenn ich mir das in 5 Jahren angucke, würde ich dann natürlich, gibt es auch jetzt schon Videos, wo ich sage, das hättest du aber besser machen können. Aber ich glaube, zumindest bin ich mir sehr sicher, dass es kein einziges Video auf meinem Kanal gibt, wo ich sage, oh, da hast du dich aber im Ton vergriffen. Oh, das hättest du jetzt aber mal nicht sagen sollen. Das ist ein bisschen unangemessen und das ist jetzt arg peinlich. Gut, das kommt häufiger vor, aber nicht so peinlich, dass ich jetzt sage, das darf niemals irgendeine Menschenseele sehen.
Ja. Und wenn das alles bei euch der Fall ist, wenn ihr so halt dahinter steht, was ihr macht, dann ist das eine so geile Erfahrung und dann muss man mit Leuten darüber sprechen und dann sollte man sich halt auch nicht dafür schämen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also steht dahinter und wenn ihr das dann alles habt und das ausprobiert habt, dann ist es einfach eine richtig geile Sache. Es ist so cool, einfach auch mit komplett fremden Menschen sich auszutauschen, die genauso ticken wie du. Und das ist eine unfassbar tolle Erfahrung und ich kann das nur jedem empfehlen, der darauf irgendwie Bock hat und dem halt versuchen, das so schmackhaft zu machen. Auch das war eine sehr lange und ausführliche Antwort. Ich sollte meine Worte sparen, ich habe noch 4 Texte zu drehen. Ja, wir sind jetzt auch bei der 9. und letzten Frage. Präsentiere ein Werk deines Hobbys. Hier, ihr habt es einfach, hier ist überall alles und ja, mehr muss ich glaube ich nicht dazu sagen, also... Jedes Video ist ein Werk meines Hobbys. Und ja, damit würde ich diesen Tag beenden. Tagge ich Leute? Ich tagge die Ruby, weil die Ruby ja zeichnet und mich interessiert das total, was sie denn da, ja, vielleicht so zu sagen hätte. Das war's auch eigentlich, weil jemand anderen tagge ich jetzt nicht. Wenn ihr Bock habt, diesen Tag mitzumachen, fühlt euch natürlich wie immer gerne getaggt. Und ja, das war's von mir und diesem Video. 4 weitere, die dann folgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht sehen wir uns ja gleich schon morgen wieder. Genießt das Leben und genießt das Lesen und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.